So. Dann 1 Uhr nachts schlafen wir jetzt mal. Wache aufstellen, Gwenden, Georgon, Terrik. Und wir müssen wie lange schlafen? Mehr als 7. Also gut, müssen wir gleich wieder schlafen, beziehungsweise ein wenig hier rumlungern. Denn die Taverne wird nicht so schnell wieder aufmachen. Schlafen? Ja, wir würden gerne... Wir haben es jetzt 8 Uhr morgens. So 12 Stunden warten. Und dann zurück in den Orkentod. Der war... Da ist eine Herberge. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Ja, da ist er doch. So, hoffen wir mal, dass es heute hier ein wenig voller ist. Erstmal die Theke. Ein wenig verdünnten Wein. Ja, sonst werden wir gleich rausgeschmissen. Können wir ein wenig Geld verdienen. Tanzen. Ja, sehr schön. 2 Dukaten. Aber bevor wir uns jetzt hier irgendwie lächerlich machen und deswegen rausgeschmissen werden, sollten wir doch erstmal fragen, ob eine gewisse Siebenquelle hier ist. Sehe ich aus, als wäre ich ein Elfenfreund. Okay. Dann werden wir wohl an den Tischen fragen müssen. Gesprächsende. So. Und wir setzen uns an einen besetzten Tisch. Nachdem ihr höflich gefragt habt, ob ihr Platz nehmen dürft, lasst ihr euch an einem besetzten Tisch nieder. Hallo? Siebenquell. Fragt andere nach, nicht mich. Dafür, dass sie hier eigentlich ein Stammgast sein soll, ist das ein wenig schwer nachzuvollziehen. Aber na gut. Was war dein anderer Name? Wir sollten nach Siebenquell suchen und nach Gavron. Aber Gavron hatten wir in den Gesprächsoptionen hier bisher noch gar nicht gehabt. Na gut. Mrim, du mach mal Akrobatik. Eine Karte, sehr schön. Und Mürren kann nichts mehr. Jallen kann auch nichts mehr. Die Taverne ist wohl anscheinend leer geworden inzwischen. So viel zu dem Hinweis. Was machen wir jetzt? Also wir könnten zu der schwarzen Yandora gehen. Aber eigentlich hätte ich schon ganz gerne vorher Informationen über den Salamanderstein bekommen. Wir wissen zwar, dass er irgendwo in einer Mine sein soll. Aber halt noch nichts genaueres. Und jetzt wochenlang durch die Gebirge zu reisen, ist nicht so eine wirklich gute Idee. Die schwarze Yandora sollte wo sein? In Neu-Eildal, habe ich mir aufgeschrieben. Ist ja nicht so, dass Neu-Eildal riesig ist. Also das hier war die Altstadt, das hier war Eildal. Also müssen wir uns wahrscheinlich erstmal nach der schwarzen Yandora umhören. Haus Eldal. Ich hätte schwören können, wir hätten da schon mal irgendwas drüber gehört. Halle der Macht. Heilerin. Ordensburg der Grauen Stäbe. Es ist echt tierisch nervig, dass man die Aufzeichnung auf der Karte, die Terrik immer so fein säuberlich macht, nicht auf einen Blick sehen kann. Schau aus der handwerklichen Künste. Nee, da wollten wir uns nicht so schnell wieder rumtreiben. Kräuterhändlerin? Nee, haben wir keine Aufzeichnung zu. Also reisen wir weiter zu einer anderen Taverne und hören uns da um nach Siebenquell und nach der Yandora. Automap verlassen. Ich würde jetzt gerne unser Tagebuch mal aufmachen, ob ich da vielleicht irgendwo was notiert hatte. Tagebuch? Tagebuch. Okay. Wenigstens das haben wir uns aufgeschrieben. Habe von dieser Sache schon gehört. Wo der Namenlose seine Finger im Spiel hat, halte ich lieber raus. Ihr solltet euch vielleicht mal im Orkentod umhören. Dort ist die Clique von Gavron und Siebenquell des Öfteren zu finden. Und es sollte mich nicht wundern, wenn die nicht mehr sagen können. Ja, aber die sind nicht da.
Dragan-Rückbruch erfüllt einen Auftrag, nur eine Information heraus. Diesmal sollen wir einen Einbruch für ihn verbügen. Ja, okay. Und hier ist die schwarze Yandora. Dragan hat uns an die schwarze Yandora verwiesen. Mal sehen, ob es tatsächlich einen geheimen Ausgang aus der Stadt gibt. Schön, dass er das getan hat. Aber er sagt nicht, wo es ist. Nö. Keine genaueren Informationen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen hier raus. Zurück zum Spiel. Also müssen wir uns echt im Orkentod weiter umhören. Also noch eine Nacht um die Ohren schlagen. Es wird langsam ein wenig lästig. So. Wachen aufstellen. Gwendolyn, Gero und Dirk schlafen. Jo. Wieder 7 Stunden und Mürum wurde der Lederharnisch vom Körper gestohlen. Also ist jetzt auch Nakidai, genauso wie die Männer. Na gut. Nochmal eine Wache aufstellen. Gwendolyn, Gero und Dirk schlafen, ja. 12 Stunden. So. Jetzt zurück zum Orkentod. Der war weiter unten. Hier. Und hoffen, dass jetzt entweder Gaffron oder die 7 Quellen endlich mal da ist. So, wir setzen uns. Es ist keiner da. Einen leeren Tisch oder eine Theke? Ja, wir hätten gern verdünnten Wein. Hallo. 7 Quellen will immer noch nicht drüber reden und Gaffron haben wir keine Option. Raus hier. Gibt es vielleicht in der Nähe ein Haus, wo die sich rumtreiben könnten? Waffenhändlerin. Die wird nicht mehr aufhaben und sonst ist das Dragan. Gehen wir nochmal zu Dragan und fragen, ob er irgendwelche näheren Informationen hat zu seinen Hinweisen. Hier. Was gibt's? 7 Quellen. Ah, die liebliche Elfenwelt Natur Eilan. Nee, wenn es nicht reicht. Und zu der Yandora hat er gar keine Informationen. Ich mache nochmal Reisen. Also, wir haben dir da schon geholfen. Eine Gefälligkeit zur Information? Nein. Der wollte uns für dieselbe Information nochmal losschicken. Das geht ja wohl gar nicht. Nee, komm. Wir gehen jetzt einfach. Herbert, kleiner Fürst? Nein, wir gehen ins Schwarze Auge. Und hören uns da mal um. Nach Gaffron oder der 7 Quellen. Ein wenig verdünnten Wein? Ja. Hallo, 7 Quellen. Seid ihr bei mir an der falschen Adresse? Und Gaffron haben wir wieder nicht als Gesprächsoption. Irgendwas über Lowang. Nichts Wichtiges? Unterkunft? Nein. Orks? Nein. Okay, er ist nicht besonders hilfreich. Dann gehen wir doch mal an die Theke. 7 Quellen. Kenne ich nicht. Gaffron haben wir nicht. Egelbronn? Kenne ich nicht. Dann machen wir uns jetzt mal wieder ein wenig lächerlich und springen einfach zu noch einem besetzten Tisch. Bisher hat aber noch niemand gemeckert. Sehr schön. Hallo. 7 Quellen. Keine Ahnung. Und weiter. Okay, hier haben wir kein Glück. Dann halt zur nächsten. Also wir hatten den Orkentod da. Wir haben Schwarze Auge da. Kreuzer und Dukat. Das Fuchsstübchen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Also westlich. Fuchsstübchen. Und hier ist es leer. Hat der Barkeeper wenigstens Zeit? Hallo. 7 Quellen. Nö. Unterkunft empfiehlt er uns den Kreuzer und Dukat. Der ist aber belegt. Reisen. Nur etwas von außerhalb. Raus hier.
anscheinend werden wir uns wieder aufteilen müssen und die schwarze Yandora suchen oder die sieben Quellen. Wir können es noch einmal probieren mit dem Schlafen. Aber danach wird mir das echt zu lästig. Schlafen, ja. 6 Stunden und gleich nochmal. Quinlan, Kerugon, Tirek. Schlafen, jo. 12 Stunden. Auf zum Orkentod. Da. Verlassen und Daumen drücken, dass sie jetzt endlich mal da sind. So, sieht schon mal gut aus. Wir setzen seinen besetzten Tisch. Ja, und sprechen die mal an. 7 Quellen. Nö, keine Ahnung. Gesprächsende. Auf zum nächsten Tisch. Hallo? Rayada, 7 Quellen. Nö. Salamanderstein, nö. Gibt es noch einen besetzten Tisch? Ja, und uns guckt immer noch niemand schräg an. Ist ja schon mal gut. 7 Quellen. Falsche Adresse. Wir wandern fleißig weiter von Tisch zu Tisch. Gibt keinen mehr. Nur noch die Theke. Und da haben wir schon zweimal nachgefragt und er wird bestimmt nur wieder sagen, dass er nichts mit Elfern Mut hat. Genau. Nö. Na gut. Dann gehen wir jetzt heraus. Und werden uns wieder aufteilen müssen. Das heißt, unsere Helden verabreden sich jetzt in 2 Tagen, sich wieder hier in der Ecke zu treffen. Und dann wissen wir hoffentlich mehr. Wo wir entweder die schwarze Yandora finden. Also die soll ja irgendwo in Neu-Eldal sein. Oder wo wir die 7 Quellen finden oder den Gaffron. Und bis dahin müssen wir halt schauen. Also bis gleich.